Eine besinnliche Weihnachtsdekoration darf in der Adventszeit bei vielen Menschen nicht fehlen. Eine Lichterkette im Fenster, ein Adventskranz auf dem Tisch, Kerzen, Engel und weihnachtlicher Duft im Wohnzimmer. Mit einem Weihnachtsbaum allein und ein bisschen Deko ist es bei manchen allerdings längst nicht mehr getan. Im Weserbergland lebt im Rintelner Ortsteil Volksen Familie Jeromin. Zahlreiche Fernsehteams waren bei ihnen in diesem Jahr schon zu Gast, denn Thomas Jeromin hat das gemeinsame Haus mit über 100 Weihnachtsbäumen dekoriert, behängt mit tausenden Kugeln, Lichterketten und Schmuck. Pünktlich zum ersten Advent muss das ganze Haus glitzern, blinken und funkeln, sagt Thomas Jeromin. Ich fand Weihnachten schon immer klasse, dieses ganze Geglitzere, die ganzen Kugeln, die Bäume, Figuren. Und wir haben natürlich auch angefangen mit einem normalen Weihnachtsbaum im Wohnzimmer, wie sich das gehört. Und dann könnte man noch einen auf die Diele stellen, einen in die Küche. Und dann ist das so nach und nach in den letzten 5 Jahren explodiert. 2 Monate dauert der Aufbau, nur das Schlafzimmer bleibt verschont. Das Ganze sei durchaus noch steigerungsfähig, sagt der Weihnachtsbaum-Fanatiker. Also nächste Saison, ja, ich würde sagen, da geht es jetzt richtig los. Ne? Also jetzt habe ich für den Auftrag von meiner Tochter, die möchte auch noch mehrere Bäume haben bei sich oben. Die hat zurzeit nur 4. Aber sie ist also auch infiziert worden. Dank LED-Technik sind zumindest die Stromkosten überschaubar. Nur etwa 100 Euro mehr sollen durch die allumfassende Beleuchtung anfallen. Plastikbäume und Christbaumkugeln ersteigert Jeromin als Schnäppchen im Internet.